Hallo, hier ist Tina. Willkommen zu unserem ersten Video der neuen Reihe Axolotl-Kommunikation. Heute soll es um die 5 Kommunikationsaxiome nach Paul Watzlawick gehen. Wusstet ihr, dass man nicht nicht kommunizieren kann? Ja, es ist unmöglich, nicht zu kommunizieren. Auch wenn ich nur so da sitze und irgendwo hinschaue, kommuniziere ich etwas. Guckt mal, Miu da oben. Miu sagt auch gerade nichts und trotzdem kommuniziert er. Es ist ja ganz eindeutig, dass er wieder etwas sucht. Ist ja klar, dass er etwas sucht, wenn er etwas verloren hat. Und wenn Miu mich jetzt fragen würde, ob ich weiß, wo es ist, und ich nicht darauf reagiere, kommuniziere ich auch. Und wenn ich ihn abweisen würde und sagen würde, lass mich jetzt in Ruhe, Miu, dann hätten wir eine Kommunikationsstörung. Selbst wenn ich mich dann dafür entschuldigen würde und sagen würde, dass ich das gar nicht so gemeint habe, vielleicht weil ich gerade Kopfschmerzen habe, auch dann hätten wir noch eine Kommunikationsstörung. Im Allgemeinen, eine Kommunikationsstörung liegt immer dann vor, wenn man sein Ziel nicht erreicht hat. Also, wenn Miu seine Frage nicht beantwortet bekommt. Hätte mich Miu ganz freundlich gefragt, ob ich weiß, wo es ist, hätte ich vielleicht anders geantwortet. Denn jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Es kommt nicht nur darauf an, was man sagt, sondern auch darauf, wie man es sagt. Und hier hätte ich eine Kommunikationsstörung, wenn ich Miu nicht sage, wo es ist, obwohl ich es weiß, wenn ich Miu nicht leiden könnte. Oder auch, wenn mir mein Verhältnis zu Miu egal wäre. Und wenn dann Miu beleidigt wegschwimmen würde, wäre es kein Wunder. Denn die Beziehung ist eigentlich immer wichtiger als der Inhalt. Bleiben wir noch mal kurz bei dem Wegschwimmen. Das wäre ja seine logische Reaktion auf meine Antwort. Auf jeden Reiz folgt eine entsprechende Reaktion. Meist ist es so, dass wenn man freundlich gefragt wird, auch freundlich antwortet. Oder eben, wenn man unfreundlich gefragt wird, dann unfreundlich antwortet. Hier hätten wir ein Problem, wenn ich denken würde, Miu wäre unfreundlich, obwohl er es gar nicht war. Oder auch, wenn Miu denken würde, ach, der sagt es mir ja sowieso nicht und dann deswegen auch ganz anders fragt. Und wenn Miu denken würde, dass ich ihn auslachen würde, weil er ja schon wieder etwas verloren hat, wird seine Frage auch anders sein. Oder er fragt mich gar nicht erst. Naja, ob nun so oder so, ist egal. Es wäre eine Kommunikationsstörung, weil ja Miu seine Antwort, die er möchte, nicht bekommt. Wenn Miu dann mit traurigem Gesicht und hängenden Kiemen wegschwimmen würde, wüsste ich genau, wie es ihm geht. Seine Körpersprache wäre der analoge Teil unserer Kommunikation. Und dieser Teil macht ungefähr 90% von dem aus, was wir verstehen. Und würde er jetzt noch traurig Aha sagen, wäre das der digitale Teil unserer Kommunikation. Jede Kommunikation hat also immer verbale und nonverbale Anteile. Hier hätten wir ein Problem, wenn beides nicht zusammenpasst. Vielleicht, wenn Miu mit seinen hängenden Kiemen und seinem traurigen Gesicht sagen würde, es ginge ihm gut. Und wir hätten eine Kommunikationsstörung, wenn ich Miu's Gesichtsausdruck nicht richtig interpretieren könnte. Vielleicht, wenn ich denken würde, er hat nur Muskelkater, weil er gestern zu viel geschwommen ist. Körpersprache zu interpretieren ist nicht einfach. Schaut hin, was will ich euch wohl hiermit sagen? Mit Sicherheit würde Mios Art, wie er mich fragt, davon abhängig sein, was für eine Beziehung wir haben. Wenn wir miteinander befreundet sind, haben wir eine gleichberechtigte Beziehung. Die Beziehung wäre symmetrisch. Wenn ich aber der Chef oder der Anführer oder der Häuptling unserer Gruppe wäre, wäre die Beziehung komplementär. Das würde bedeuten, dass die Beziehung nicht gleichberechtigt wäre.
In einer gleichberechtigten, freundschaftlichen Beziehung könnte mich Miu eher umgangssprachlich fragen. Wäre ich aber der Chef, wäre das anders. Und wenn jetzt seine Frage zur Art unserer Beziehung passt, wäre das in Ordnung. Eine Kommunikationsstörung aber würde vorliegen, wenn ich meine Position als Chef ausnutzen würde. Wenn ich also meine Macht dazu nutzen würde, dass Miu hinterher handlungsunfähig wird. Wenn ich ihm also einfach aufgrund meiner Machtposition nicht helfe. Sand reinigt den Magen. Wieso beobachten die mich eigentlich die ganze Zeit? Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!